Adam, warum führen wir so ein langweiliges Leben? Wir haben nie Spaß. Eva, das ist das Paradies. Beklag dich nicht. Aber ich will Spaß. Wir machen jeden Tag das Gleiche und nie essen wir von dem Baum. Eva, Gott will nicht, dass wir von dem Baum essen. Lass uns glücklich sein mit dem, was wir haben. Du bist glücklich, Adam? Ist das dein Ernst? Ich will jetzt sofort von dem Baum essen. Es wird Spaß machen und eine Abwechslung sein. Du hast ja recht, Eva. Es ist todlangweilig hier. Aber zufrieden bin ich doch. Es geht uns doch gut. Aber Adam, das ist doch nicht genug. Lass uns jetzt den Apfel essen und Spaß haben. Das wird wunderbar. Und wenn wir uns geirrt haben, machen wir halt weiter wie bisher. Aber was ist denn das Leben wert, wenn man niemals einen Apfel gegessen hat? Gar nichts. Und das sagte ja auch die Schlange. Wir werden Spaß haben. Und ich möchte einfach zu gerne wissen, wie so ein Apfel schmeckt. Gib mir schon den Apfel, Eva. Hier, Adam, unser Ticket in die Freiheit. Ja, was haben wir schon zu verlieren, außer unser langweiliges Leben im Paradies? Auf ins Abenteuer! Schmeckt gut. Probier auch mal. Oh, so schön süß. Ja, wir haben es wirklich getan. Ja, magst du noch einen? Nein, so ein Apfel schmeckt irgendwie langweilig. Lass uns lieber wie gewöhnlich frühstücken. Dann geht es dir genauso wie mir. Auf zum guten alten Frühstück. Stopp! Ihr habt vom Apfel gegessen. Habe ich euch nicht verboten, vom Apfel zu essen? Aber mein Präsident! Für dich immer noch Gott. Rede weiter. Ja, mein Gott! Aber Eva hat doch gesagt, es wird schmecken und uns glücklich machen. Adam, du Waschlappen, hör auf, dich herauszureden. Das ist ja peinlich. Und zu dir, Eva. Wie bist du auf die Idee gekommen, Adam von dem Apfel zu geben? Aber die Schlange hat doch gesagt... Ach, du auch noch. Erspart mir das. Tja, wer hat eigentlich die Menschen erschaffen? Lasst mich kurz googeln, das haben wir gleich. Halt die Fresse, Petrus. Es tut uns schrecklich leid, Gott. Und wenn wir das irgendwie wieder gut machen könnten... Wir würden es auch nicht noch einmal machen. Der Apfel hat uns ja gar nicht geschmeckt. Natürlich schmeckt der Apfel nicht. Ich habe ihn als Enttäuschung entworfen. Aber ich hatte euch gewarnt. Ja, lieber Gott, das hast du. Aber was sollten wir denn tun? Man kann doch nicht ewig das Gleiche tun. Vielleicht kann der Mensch das wirklich nicht. Ich werde euch das Leben schenken und vor allem den Tod, damit es ein Ende habt und ihr euch nicht ewig langweilen müsst. Aber dazu muss ich euch aus dem Paradies vertreiben.
Aber das macht nichts. Ich muss euch sowieso für den Apfel bestrafen. Ich werde euch auf die Erde setzen. Aber weil ich ein so großes Herz habe, werde ich auf der Erde alles so ähnlich einrichten wie im Paradies. Aber ich werde euch eine Sisyphus-Aufgabe geben, damit euer Tag ausgefüllt ist und ihr nicht aus Langeweile Äpfel essen müsst. Du, Adam, wirst Tag ein und Tag aus arbeiten, damit für euch gesorgt ist. Und du, Eva, wirst unter Wehen Kinder gebären, viele Kinder, damit du immer beschäftigt bist. Und du wirst für dich und deinen Mann und für deine Kinder kochen und den Haushalt besorgen. Eines Tages werdet ihr diese Arbeiten vielleicht anders untereinander aufteilen. Aber die Gleichberechtigung ist nicht mein Job. Meine Aufgabe ist es, euch zu beschäftigen, damit ihr nicht aus Langeweile vom Apfelbaum esst. Es wird mir nicht gelingen und ihr werdet immer noch Freizeit haben. Werdet aus Langeweile in Äpfel beißen und sie enttäuscht ausspucken. Ihr werdet euch eure Freizeit mit Gewohnheiten füllen, damit sie der Arbeit ähnlich werde. Denn das habt ihr heute gelernt. Der Mensch kann nicht außerhalb von Wiederholungen glücklich werden. Ihr habt heute die ewige Wiederholung des Paradieses gegen die endliche Wiederholung auf der Erde getauscht. Und so geht nun hinfort und verdient euch euer Frühstück im Schweiße eures Angesichts.